So, Kairons Offizier Wasch ist der Meinung, wir steuern den Dritten Weltkrieg. Und angesichts der aggressiven westlichen Außenpolitik würde ich fast sagen, hat er mit dieser Einschätzung ziemlich recht. Schauen wir uns mal an, wie er sie genau begründet. Nichts, das ist von mir, nichts ist so minutiös geplant wie ein Krieg, der plötzlich sie ausbricht. Das, was wir im Moment haben, nämlich einen Waffengang, der eskaliert gegen Russland und der dann gegen China geführt wird, der ist ja nicht zufällig, sondern das ist von langer Hand geplant in Steps. Der erste Step war ja Jugoslawien 99, da haben wir Bombenziele eröffnet, haben dann schon angefangen, eben einen völkerrechtswidrigen Krieg zu führen. Das wurde uns damals von Moskau gesagt, das wird euch noch vor die Füße fallen. Dann gab es das Buch von Brzezinski, Die einzige Weltmacht, dann The Grand Chessboard, wo richtig gesagt wird und geschrieben wird, wie es passieren müsste. Und dieser Brzezinski ist jetzt kein Unbekannter, das ist eben der Präsidentenberater gewesen von Obama und Jimmy Carter. Und der hat ja von McKinder abgeschrieben. Das heißt, das ist geopolitisch bekannt. Und dann ereignen sich diese Dinge, die wie an einem Drehbuch vorher als Bestseller veröffentlicht wurden. Dann werden diese Bücher 2016 nach Ukraine, Step 2, verboten. Die Bundesbahn darf dafür keine Werbung mehr machen auf ihre Plakaten. Und jeder müsste die Frage stellen: Entschuldigung, was hat denn der Kopfverlag dafür unter 10 Euro veröffentlicht? Dieses jetzt antiquarisch zu bekommende Buch für 300 Euro mit einem Vorwort von Helmut Schmidt. Was steht denn da eigentlich drin? Da steht genau drin, was man machen muss, nämlich man muss nach der Ukraine greifen, um Russland zu isolieren, um dann was zu tun. Das steht da alles drin. Dann haben die Halbintellektuellen auch mitbekommen, dass Putin 91 im Deutschen Bundestag war und gesagt hat, Russland möchte gerne Teil der NATO werden. Wenn man sagt, wenn Russland Teil der NATO wird, dann hätten wir diese ganzen Probleme ja gar nicht. Hätten wir schon, weil die NATO braucht ja keinen Gegner, um sich selbst anzugreifen. Ich sage nur Nord Stream, das ist ja die Autoimmunreaktion des Systems. Spätestens seit dem 11. September, ja, und ich rede jetzt nicht von Beckenbauers Geburtstag, sondern dem 11. September in New York, als wir gesehen haben, dass die Physik frei hat, ich sage nur WTC7, habe ich damals zu meiner Frau gesagt, jetzt ist alles möglich. Weil jetzt ist vollkommen klar, das hat so nicht stattgefunden. Die BBC meldet den Zusammensturz von diesem Gebäude und trotzdem ducken sich die Leute weg. Und auch dieses wird jetzt aufgesattelt. Und dann kannst du das auch immer sagen. Du kannst dann grüne oder linke Außenpolitik machen, die extrem bösartig ist, haben wir ja nach Helmut Kohl gesehen, weil man es dir nicht zutraut. Das ist eben unter deinem Mercedes oder deiner Mercedes-Haube schlummert eben inzwischen ein Trabi. Nach dem Motto, das ist nicht dieselbe Qualität. Ja? Aber das bestreitest du, indem du den Stern eben größer machst. Das ist das, was ich diesen Menschen vorhalte. Und ich möchte nur. Also, okay, mal eine kleine Unterbrechung, weil du Linke sagst. Jeder, der einen Kriegseinsatz der NATO oder eben auf Bodenschätze gerichteten Militärmacht unterstützt, hat sich von links nachhaltig verabschiedet. Ja, das ist richtig. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie diese Begriffe benutzt werden. Aber ich erinnere mich an Schröder. Nie wieder Auschwitz, nie wieder der Politik Auschwitz. Das war Fischer, das war Fischer. Ja, das war Fischer. Fischer, der sich auch als Linker bezeichnet, jetzt auch beratend da ist, dann wissen wir davon, dass es hat unsere damalige Kanzlerin getan, dass Minsk II benutzt wurde, um das Land aufzurüsten. Wir wissen, dass wir dort Militärberater haben. Wir haben gesagt, wir würden niemals, also unsere Regierung, die jetzige, hat gesagt, niemals Waffen ins Kriegsgebiet. Jetzt fordern genau diese schwere Waffen ins Kriegsgebiet. Dann wird über Taurus geredet und dass wir die ja, wenn wir sie nicht liefern, weil dann müssten wir mit deutschen Soldaten, werden die über Umwege geliefert. Ja, und das Schlimmste eben, was ich im Moment gerade höre, deswegen, man kann sich das gar nicht so schnell ausdenken, nach Kiesewetter, wir müssen den Krieg nach Russland tragen. All diese Aufgaben, oder hier das T-Shirt von Frau Strack-Zimmer, man bis zum Sieg. Das ist ja alles, ist das NSDAP-AO? Was ist denn da los? Sagt jetzt der französische Präsident Macron, wir brauchen Bodentruppen und aufgrund der Dynamik könne man nichts ausschließen. Und im Übrigen wäre es eben so, Russland darf diesen Krieg auf gar keinen Fall gewinnen. Und jetzt wird ja so getan, als wäre das eine Schnapsidee oder eine Weißwein-Idee in diesem Fall von Macron gewesen. Und das ist genau das, worauf ich abzielen möchte. Wer glaubt, in der Politik würde irgendein Politiker nach einem solchen großen Treffen danach irgendetwas von sich geben und das wäre nicht abgesprochen, der ist einfach nur ein Idiot. Das war ein Testballon. Also das, ja. Wer das leugnet, der sollte wirklich mal ein bisschen nachdenken. Also da hat Kevin ja völlig recht. Also wenn Politiker solche Äußerungen treffen, Truppen in die Ukraine, vor allem wenn das jemand wie Macron ist, also der Chef einer der größten Militärmächte der NATO, dann trifft er solche Aussagen nicht einfach so, zufällig, weil er ihm gerade mal danach war, sondern dann will er testen, Mensch, was sagt da die Öffentlichkeit zu, was sagt da die Presse zu? Gibt es da einen Aufschrei? Und wenn es keinen Aufschrei gibt, okay, dann trauen sich immer mehr Politiker aus ihren Löchern und dann wird das immer mehr gefordert und irgendwann ist das dann eine realistische Option, die auf dem Tisch liegt. Also das Overton-Fenster zu verschieben, das funktioniert eben auch in diese Richtung und wenn die Presse mitspielt, dann funktioniert das halt relativ leicht. Diesmal hat sie nicht mitgespielt, da haben dann viele Politiker aus anderen NATO-Ländern gesagt, ja, bist du denn verrückt? Aber es war ein Testballon. Also immer, wenn solche extremen Aussagen kommen, sollte man nicht sagen, ach, das ist jetzt nur einer, der das fordert, sondern dann wird getestet. Wie groß ist der Aufschrei? Und wenn der Aufschrei zu klein ist, dann könnte es sein, dass es das irgendwann passiert. Gerade deswegen sollte man solche Aussagen auskanalisieren und sich darüber stark aufregen. Natürlich weiß man, wer das sagt. Frankreich ist die drittgrößte Atommacht mit 300 Atomraketen im Schrank. Und wir reden ja nicht umsonst davor von einer europäischen Atombombe. Die haben wir ja mit den Franzosen hier. Und wenn der das sagt, ist das ein Test, nämlich wie wird darauf reagiert? Und all diejenigen, die jetzt sagen, kommt ja gar nicht in Frage, die üblichen Parteien, das sind genau die Politiker, die vor 2 Jahren gesagt haben, dass das, was jetzt normal ist, dass sie das niemals tun würden. Und jetzt ist vollkommen klar, wir werden Bodentruppen schicken. Das will ich nur mal sagen. Wir, und ich meine auch Deutsche, werden Bodentruppen schicken. Und wie wird das argumentiert werden? Ich weiß schon, wie das geht, weil ich kenne das. Ja, die Ukraine, es gibt doch diese furchtbare Karikatur, die auch schon einige Politiker geteilt haben.
also die Ukraine als Damm, der Europa vor den russischen Massen, die über uns hereinbrechen können. Also das, ja, ist auch eine interessante Bildsprache, die an andere geschichtliche Zeiten erinnert. Aber brauche ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Ukraine, die ist dabei, diesen Krieg gerade zu verlieren. Und jetzt überlegt man panisch, was können wir noch machen, damit diese Niederlage möglichst lange aufgeschoben wird, damit wir uns da noch irgendwie rausretten, beziehungsweise dass dieser Krieg noch weitergeführt werden kann. Und da wären Bodentruppen halt der nächste logische Schritt. Also man hat ja gesagt, man ist bereit, der Ukraine alles zu liefern, was sie braucht, um diesen Krieg zu gewinnen. Wenn man ihr Waffen liefert, wenn man ihr speziell, also Frankreich, Großbritannien, die USA, die haben ja laut verschiedenen Berichten schon eigene Truppen vor Ort. Ja, warum dann nicht in großer Zahl direkt Infanterietruppen in die Ukraine schicken, die dann da gegen Russland kämpfen? Wenn Russland in die Bredouille gerät, und das wird dann pressemäßig darstellen, auch wenn es gar nicht der Fall ist, dann wird der Russe Giftgas einsetzen. Und dann ist die rote Linie überschritten und das ändert alles und jetzt müsse man. Das werden wir erleben. Und dann werden die vielen jungen Männer, die hier sind, in Uniform gepackt und es geht dorthin. Und deswegen haben wir im Vorfeld auch schon aufgerüstet. Und zwar sowohl Kevan, die Giftgas-Simulation gab es ja schon. Ja, ich sage, es ist ja alles, es spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, was in den Medien als die Wahrheit verkauft wird. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, was wir im Moment erleben, ist ja auch, wenn der große Krieg kommt, auf den wird vorbereitet. Stimmt, da sind die auch worauf die beiden sich gerade beziehen, in Syrien, Assad. Mittlerweile ist klar, da hat der Islamische Staat wohl Giftgas eingesetzt. Damals haben die USA gesagt, das war auf die Assad-Regierung und deswegen müssen wir da jetzt intervenieren. Zum Glück hat Russland vor allem dahinter den Kulissen diplomatisch vermittelt und dafür gesorgt, dass Syrien seine Giftgasvorräte abgibt und die USA dann da keinen Militäreinsatz starten. Auch wahrscheinlich, und die USA haben wahrscheinlich auch darauf verzichtet, weil Obama kurz vor, weil Obama nicht noch in seiner zweiten Amtszeit einen neuen langen Krieg, von dem nicht klar gewesen wäre, wie er ausgeht, haben wollte, nicht noch ein weiteres Land unter US-Besatzung haben wollte. Er wollte ja als der Präsident in die Geschichte eingehen, der sich eher aus diesen ganzen unnötigen Kriegen von George W. Bush zurückzieht. Aber da stand Spitze auf Knopf, dass damals die USA neun Krieg starten, um den russischen und iranischen Verbündeten Syrien zu beseitigen. Also, und wie gesagt, mittlerweile ist klar, die Giftgasangriffe kamen vom Islamischen Staat, die kamen nicht von der syrischen Regierung. Planspiele, wer wie hops geht, dann musst du etwas besser. Da schreibt gerade einer, die USA haben Syrien bombardiert, die halten auch bis heute die Ölquellen besetzt. Also die USA sind schon da vor Ort, aber sie haben nicht die syrische Regierung beseitigt. Also es ist ja ein Unterschied, ob du ein Land einmarschierst und die Ölquellen besetzt hältst oder ob du in ein Land einmarschierst und dann da eine eigene Marionettenregierung aufmachst, wie im Irak, wie in Afghanistan. Jede Art von Widerstand im Land selber, im deutschsprachigen Raum. Und das sind diese ganzen Niederketsch-Gesetze, wo die falsche Meinung da ist. Es geht darum, jede Art von Radio London, sage ich mal, zu beseitigen. Jeder Podcast, egal ob der politisch war oder nicht, sobald der Reichweite generiert, sagt, was passiert denn da? Und sobald den Politikern Reichweiten stark, also bei der nicht kontrollierten Presse, sagt, ihr lügt die ganze Zeit, weil was ihr gestern gesagt habt, was ihr niemals tun würdet, dafür kommt man heute dran, wenn man euch daran erinnert. Dann ist das eine Delegitimierung des Staates. Wenn ihr auf die Straße geht und Opposition kriminalisiert, wenn ihr eine andere Meinung kriminalisiert, wenn es kriminell wird, dass man euch beim Lügen erwischt und das offen ausspricht, da sieht man es. Und wenn man eben auch sieht, das machen ja alle. Ihr seid für die Pressefreiheit, wenn ihr nicht gewählt seid. Und wenn es dann darum geht, sich für Assange einzusetzen, kein Wort darüber, gar nichts macht ihr. Und das wird alles doch von uns bezahlt. Aber jetzt ist vollkommen klar, Macron hat das Wort Bodentruppen benutzt. Okay? Und das ist die rote Linie. Weil wenn ein Politiker eines Schlages von Macron, das ist ja kein Einzeltäter, das Wort Bodentruppen benutzt, mit der Force, was sie alles haben. Ich habe mich noch schneller redet als sonst. Ich hatte aus Versehen die Geschwindigkeit noch hochgeschaltet vom Beitrag von Dieter Dehm. Eine Atommacht. Dann ist vollkommen klar, der fühlt schon mal vor. Und wenn er dann anfängt, ja, mit irgendwelchen Special Forces und es nicht funktioniert, dann können wir ihn nicht hängen lassen, weil auch er erzählt ja das Märchen. Es geht um ganz Europa, ganz klar. Und Putin würde sich ja ganz Europa holen, weil Putin ist ja auch genau wie damals Adolf Hitler mit 3 Millionen Mann in die Ukraine eingefallen, um die Ukraine zu besetzen. Ich möchte an dieser Stelle Folgendes sagen. Man kann über Putin alles sagen. Man kann auch über Adolf Hitler, ich vergleiche die nicht, alles sagen. Aber eins ist vollkommen klar. Wenn ein Mensch mit diesen militärischen Möglichkeiten tatsächlich vorhat, ein Land zu besetzen, dann kommt er nicht mit 200.000 Leuten. Dann bringt er wirklich 3 Millionen, macht das. Wenn er das aber nicht tut, dann will er das nicht. Das heißt, er hat es gar nicht nötig. Ich sage mal den bösen Vergleich. Für Putin ist das der Bereich der Ukraine, der jetzt besetzt ist, praktisch seine Golanhöhen, die er besetzt hält. Ja, so. Und umgedreht bei den Golanhöhen, könnte man ja genauso argumentieren. Wer hat denn da die Grenzen über? Das spielt alles keine Rolle. Also hier wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Also und die Golanhöhen werden seit 1967 völkerrechtswidrig von Israel besetzt gehalten.
Also wer nicht weiß, was da los ist. Wenn jetzt aber ein französischer Präsident davon spricht, dass wir Bodentruppen schicken sollen und dann wird dementiert, bedeutet das, wir werden Bodentruppen schicken. Man kann nämlich davon ausgehen, das, was in den Raum geworfen wird, was sofort dementiert wird, da sind wir dabei, wenn es ernst wird, müssen wir lügen. Ihr wisst schon, diesen Kollegen damals der EU, und das ist das. Das ist für mich das Alarmsignal. Und jeder, der jetzt im wehrfähigen Alter ist, ich sag's jedem, ja, ob er es hören will oder nicht, ich würde mir an deiner Stelle überlegen, ob ich meine Koffer nicht gleich packe und ob ich nicht ausreise. Weil sobald es dazu kommt, dass ein Giftgasanschlag irgendwo in Kiew oder so, wird es einen Ausreisestopp geben. Dann wirst du dein Geld auch nicht mehr von der Bank abheben. Das wird dazu sein, wie in Griechenland, 50 Euro pro Tag. Dann bist du hier. Und das gilt auch für die vielen Flüchtlinge. Wir haben ja auch 200.000 ukrainische Flüchtlinge hier, auch im wehrfähigen Alter, viele darunter. Wenn du dann glaubst, ausreisen zu können, hast du dich geschnitten. Du bist nämlich Kanonenfutter. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie verlogen und wie naiv das ist, oder wie naiv die uns glauben, dass wenn sie so etwas in den Raum schicken, dass sie denken, na, da hat sich jemand versprochen, da wird ja übertrieben und das würden wir niemals aufgreifen. Wir bauen in diesem Land Rüstungsfabriken von Rheinmetall. Wir bauen sie in der Ukraine. Wir haben die Ukrainer und die Russen und praktisch beide durch Minsk II in diesen Krieg hineingetrieben. Wir hatten die Möglichkeit, dass wir in der Türkei verhandeln konnten und Frieden war. Das wurde von einem britischen Politiker, wurde das sabotiert. Und zum Niveau möchte ich nochmal Folgendes sagen. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal Hangar 7 geguckt hier von dem Kollegen Servus TV, ja? So. Und da war Herr Kujat, jemand, dem man sagen kann, es gibt keinen General, der mehr hohe Position innerhalb der NATO hatte und der das alles auch gesagt hat. Und dann setzen sie ihm dann irgendeine Hupfdohle, die 20 Jahre lang in Deutschland lebt und ukrainischen Hintergrund hat, vor, die dann den allerletzten Schwachsinn von sich gibt, nach dem Motto, es hätte niemals Friedensverhandlungen gegeben, das wäre alles russische... Was? Warte, darauf müssen wir reagieren. Also nicht mehr heute, aber darauf reagieren wir auch noch. Servus TV, Harald Kujat gegen noch irgendwen anders. Propaganda. Und das ist genau der Punkt. Was man erreichen möchte, ist, dass Menschen, die ein gewisses intellektuelles Niveau gewohnt waren, verzweifeln, aufgeben und weggehen. Und dann kann es losgehen. Und was wir hier im Moment erleben, ja, was die unsere feindliche Linie angeht, ist, dass jede Art von Andersartigkeit, jede Art von Widerspruch, und den sehe ich ja zum Teil auch in der AfD, der endet, wenn sie an der Macht sind, sage ich nochmal, dass der kriminalisiert wird. Und deswegen, wenn du jetzt den Ausnahmezustand irgendwie hinbekommst, weil du überhaupt es Putin hätte, dann brauchst du auch keine Wahlen mehr für die AfD. Das kannst du alles mit einem Ding rasieren. Und das wurde in Thinktanks beschlossen und auf diesen Knopf wird gedrückt. Ich prophezeie das. Okay? Und warum prophezeie das? Damit, ich möchte mich irren. Damit am Ende niemand sagen kann, das hätten wir alles nicht gewusst. Weil es ist immer dasselbe. Das ist das, was so langweilig ist. Es ist immer dasselbe. Das ist 1914. Wir stolpern wie Schlafwandler in diesen Krieg und können nachher sagen, huch, da hat jemand aufgerüstet. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also die Machtverschiebungen, die wir gerade global erleben, die sind, also es wirken gerade ähnliche Mechanismen wie vor dem Ersten Weltkrieg. Und das ist der gleiche Machtblock, der um seine globale Dominanz kämpft. Also der angloamerikanische. Hat die Waffen angewendet, da wird jemand ständig beim Lügen erwischt und der ist ja mal morgen dann total... Um das nochmal kurz einzufügen, ich weiß ja, ihr seid wahrscheinlich bewandert genug in Geschichte. Damals war nicht China der neue große Herausforderer, der aufgestiegen ist, sondern Deutschland. Waren es wir Deutschen, die durch den Ersten Weltkrieg besiegt wurden, wo die USA und Großbritannien ihre globale Hegemonie noch für nochmal 100 Jahre gesichert haben. Und ja, jetzt erleben wir eine ähnliche Situation. Und das ist eine sehr gefährliche Situation, wenn sich die aktuellen Weltmächte nicht bereit sind, an die neuen Verhältnisse anzupassen. Aktuell haben wir Atomwaffen im Gegensatz zu der Zeit von vor über 100 Jahren. Total ehrlich. Ja. Kevin, wir stolpern ja eben nicht. Also, ich dachte, Deutschland hat angefangen. Also ist jetzt... Ich sehe schon, da ist ein Kappa dahinter. Also ich erkläre es trotzdem, die nicht wissen. Also Österreich-Ungarn hat Serbien angegriffen, eigentlich nur ein Territorialkonflikt auf dem Balkan, aber Deutschland hatte den großen Fehler begangen, Österreich-Ungarn dafür einen Blankoscheck zu geben. Das heißt, Deutschland befand sich damit eigentlich schon... Ja, Deutschland hat dann Russland und Frankreich angegriffen und um Frankreich zu erobern, musste Deutschland über Belgien da einmarschieren. Und da haben die Briten gesagt, Mensch, Belgien war so dieser Wegmarker, wenn Deutschland nicht bereit ist, einen neutralen Pufferstaat zwischen Deutschland und Frankreich zu akzeptieren mit Belgien, wenn also wirklich Gefahr besteht, dass Deutschland die Grenzen verschiebt und damit zur neuen dominierenden Macht auf dem europäischen Kontinent wird, also da müssen wir auf jeden Fall eingreifen. Ob Großbritannien ohne den Einmarsch in Belgien eingegriffen hätte, ist spekulativ, aber das ist zumindest das, was der britischen Bevölkerung dann als offizieller Grund verkauft wurde. Dann ist Großbritannien da eingefallen und eigentlich wollten große Teile der US-amerikanischen Elite da auch schon am Ersten Weltkrieg teilnehmen. Gab es
Da war aber ein Großteil der US-Bevölkerung nicht da. Also die US-Bevölkerung, die war isolationistisch und absolut Antikrieg eingestellt. Und auch Teile der US-Elite waren noch geprägt von der Monroe-Doktrin. Also dass die USA sich auf den amerikanischen Kontinent konzentrieren und aus europäischen Machtkämpfen heraushalten sollten. Und dann durch eine massive Propagandakampagne, durch ja auch durch den deutschen U-Boot-Krieg, durch eine Telegram-Affäre, dass einiges passiert, aber vor allem durch massive Propaganda, die vom amerikanischen Propagandaministerium, von der damaligen Creel Commission betrieben wurde, hat man es schließlich geschafft, die Bevölkerung so weit kriegsbereit zu klopfen, dass man dann 1917 tatsächlich dem Krieg beitreten und Deutschland besiegen konnte. Denn die USA hatten vor allem neue junge Männer, die sie an mobilisieren und an die Front schicken konnten. Das ist eine Ressource, sage ich. Also ist schon diese brutale militärische Logik, aber das ist letztlich das, was Deutschland ausgegangen ist. Deutschland hatte nicht mehr genug junge Männer, die es mobilisieren konnte, und damit hat es dann 1918 diesen Abnutzungskrieg verloren. Also ja, und die USA und Großbritannien hatten damit ihre globale Hegemonie gesichert. Sie haben dann Deutschland mit, also nicht nur Deutschland, auch Österreich, Ungarn haben sie ja komplett zerschlagen, das Osmanische Reich auf einige kleine Regionen in Anatolien begrenzt. Also die Friedensverträge von Sèvres, Trianon und Versailles, da haben sie den Verlierermächten des Ersten Weltkriegs Friedensbedingungen aufgezwungen, die vernünftiges Wirtschaften dort absolut unmöglich machten. Wie gesagt, die haben die Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs gedemütigt, territorial zusammengeschrumpft und wirtschaftlich in eine Position gebracht, wo sie eigentlich nie wieder zu einem Konkurrenten im imperialistischen Nationenkampf werden konnten. Ein britischer Politiker hat nach den Friedensverhandlungen von Versailles auch gesagt, das ist kein Friedensvertrag, das ist ein 20-jähriger Waffenstillstand. Also ja, das war dann die Politik nach dem Ersten Weltkrieg. Dann gab's Also das Versailles ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Friedensverträge nicht aussehen sollten, wenn man dauerhaften Frieden bewahren will. Dann gab es noch einen Zweiten Weltkrieg, und dann sind die USA, also hat sich die Position im angloamerikanischen Block getauscht. Die USA sind die führende Weltmacht geworden, das British Empire ist abgestiegen und dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auch zerbrochen. Und nun sind seit dem Zweiten Weltkrieg die USA die führende Weltmacht. Und jetzt gibt es mit China eine neue aufstrebende Macht, die diese globale Führungsrolle der USA bedroht. Du hast es ja gesagt, wir stolpern ja eben nicht, sondern wir werden da ganz klar hingetrieben und lassen uns ja einigermaßen trunken und benommen und irgendwie lässig verdrängend in die Richtung treiben. Ich schließe mich an, ich glaube ja immer noch, es wird nicht Giftgas sein, oder es wird irgendeine inszenierte Unsinnigkeit bei den baltischen Staaten sein. Da wird dann behauptet, das kam ja auch schon ein paar Mal, Putin greife nach der Landbrücke nach Kaliningrad, da sind jetzt irgendwelche Scharmützel gewesen, und dann wird irgendwann zurückgeschossen, weil natürlich nach den ständigen Provokationen der Russen muss man mal eine klare Grenze ziehen. Und Roderich Kiesewetter verkündet dann im Namen von Olaf Scholz, dass es jetzt endlich losgeht. Und alle jubeln dann wieder und freuen sich. Ich möchte mich anschließen und möchte als formal noch aktiver oder noch Reservisten, Bundeswehrsoldat sagen, macht das, was man machen kann. Ich habe denen mitgeteilt, sie können mich Reservisten nennen, wie sie wollen. Wenn sie mir wirklich eine automatische Waffe in die Hand zwängen würden, dann können sie davon ausgehen, dass ich nicht auf Seiten der Bundeswehr diese Waffe benutzen werde. Also es ist wirklich höchste Zeit für alle Soldaten dieser Bundeswehr, den Dienst zu quittieren und zu sagen, nein, ich stehe nicht zur Verfügung für diese offenkundige Kriegstreiberei, denn nichts anderes wollen sie. Ich kann mich nur anschließen. Dieter, vielleicht kannst du das Ganze irgendwie optimistisch einschränken. Kann ich eigentlich nicht so richtig, aber das Problem ist ja, wir haben eine Berufsarmee faktisch. Ich bin ja kein so ein großer Freund wie vielleicht andere für die Abschaffung der Wehrpflicht. Die hätte ich eingegrenzt, zeitlich erheblich eingegrenzt. Aber jetzt haben wir eine Berufsarmee, die werden einfach bezahlt und die werden dann nicht sagen, wir verweigern oder wir gehen nicht hin. Ich glaube auch, dass auf diese Bodentruppen sehr interessant ist, wie flexible response unsere Medien reagiert haben. Ein Teil der Medien hat gesagt, ist vielleicht doch irgendwie zu früh, zu weitgehend, zu rabiat. Aber ein Großteil der Medien hat sofort wieder auf den in diesem Falle zu Recht zögerlichen Scholz eingeprügelt, dass der nicht gleich auch noch im Zusammenhang mit Taurus, wo er sagt, wir würden sofort zu Kriegsbeteiligten werden, damit auch zur Legitimation Bomben auf Berlin zu werfen. Das wird Putin nicht tun, aber das ist jedenfalls mit Eintritt mit Taurus und damit auch mit den Truppenteilen, die Taurus bedienen und die in der Ukraine noch überhaupt nicht dazu ausgebildet und gar nicht vorhanden sind, wäre das möglich. Ein Teil der Medien hat diesen Macron-Vorschlag als eine frische, modernisierende Inspiration unserer Außenpolitik erklärt. Wie gesagt, Wolfgang Ischinger, der Vorschlag ist ein bisschen kühn, aber nicht falsch. Also das waren so die Reaktionen der Transatlantiker aus Deutschland. Und das ist eigentlich die widerlichste
Truppe, die da, ob das jetzt tiefer Staat ist, jedenfalls aus einem tiefen Untergrund aufsteigt, sowohl in den einzelnen Personen, die das Widerwärtigste und Niederträchtigste in ihre Köpfe nach oben schieben, als auch in den Medien, die eben sich allmählich dann, und da hat Kevan völlig recht, dieser etwas zu forschen Position von Macron allmählich sie hoffähig, diskussionsfähig machen und annähern. Und ich möchte bei der Gelegenheit daran erinnern, westliche Bodentruppen sind längst in der Ukraine. Wir wissen jetzt, dass die CIA dort ihre Bunker gebaut hat. Und wenn die CIA vor Ort ist, dann machen das nicht Schreibtischstädter aus Langley, deren dicker Hintern kaum durch die Tür passt, sondern sind das üblicherweise Navy SEALs oder Army Rangers oder andere Einheiten, die eben als Agenten der CIA dort eingesetzt werden. Das sind richtig echte Soldaten im Gegensatz zu dem, was wir in der Bundeswehr überwiegend haben. Bis auf wenige Einheiten ist die Bundeswehr eine Art Karnevalsarmee. Da nimmt man jetzt vielleicht das Kommando Spezialkräfte aus. Einige Fernaufklärer kann man da ausnehmen. Ansonsten ist das Ganze eine Truppe, die dafür da ist, Deutschland in den Krieg mit einzubinden und irgendwie haftbar zu machen und dafür zu sorgen, dass wir eben mit drin sind. Ich kann da wenig Optimismus entwickeln, muss ich euch ehrlich sagen. Fürchte, es wird so kommen und kann nur bekräftigen, was Kevan gesagt hat. Das ist eine wenig ermutigende Aussicht am Ende dieser Woche. Ich bin Paul, nur weil ich das vorhin nur mal gesagt habe. Es gilt jetzt, statt dem Pessimismus, den man immer im Kopf haben muss, auch zu schauen, wie wir verknüpfen können den Protest der Transport, Flug und sonst wie Personalien und Personalvertreter der Bauern, derjenigen, die sich eben um ihre wirtschaftliche Existenz Gedanken machen mit dem Krieg. Denn das, was die Bauern und was andere zu erleiden haben, ist eine Folge des Kriegshaushalts. Wir haben einen Kriegshaushalt und es hat das Geld abgezogen von sinnvollen Dingen und hingeführt in die Ukraine. Ja, ich möchte Folgendes dazu sagen. Da muss ich einfach nur mal auch sehen, mit wie die Deutschen, ja, oder der deutsche Steuerzahler an dem jetzigen Krieg, und der wird dann klein sein und auch dann wirken gegen das, was kommt, wie da zur Kasse gebeten wird. Wir tragen ja innerhalb der Europäischen Gemeinschaft die größte Last, ja, ich glaube mit 44% auf Flüchtlingen, Cash, was auch immer. Unsere Haushalte werden dahingehend belastet, dass unsere Infrastruktur verfällt und alte Menschen Flaschen sammeln müssen. Das wird bestimmt nicht besser werden, wenn es richtig kracht. Und einige Linke haben ja auch schon gesagt, und Grüne haben ja schon gesagt, ich glaube, Frau Ulrike X hatte gesagt, wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen. SPD hat das auch schon mehrfach gesagt. Das sind alles Menschen, die ich dann nicht in der Front sehe, es sei denn, ich käme vorbei, da würde ich sie dann schon mitnehmen. Der Punkt ist der, ich glaube, alle, die sich die Frage stellen, was geht in diesem Land eigentlich ab, die sollen in ihren Geldbeutel gucken und feststellen, da ist noch ziemlich viel Monat übrig, das Geld ist schon alle. Das ist alles wegen diesem Schwachsinn, weil wir uns selbst kaputt machen. Das heißt, es bleibt am Ende auch, du musst dieses Land auch am Ende gar nicht mehr angreifen, das macht sich selbst kaputt. Wem bringt das eigentlich was? Das bringt nur Rüstungskonzernen irgendetwas, nur irgendwelchen Arschgeigen, die sich dann ja über sie absetzen und uns ganz alleine lassen. Und diesen Leuten sagt klar, die uns regieren, können es nicht. Denn wir als Nachbarn, als Deutschen, Russen, wir sagen dazu, ich glaube, wir sollten reden, da ist einiges schiefgelaufen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und wenn die andere Seite ist dazu bereit, aber mit denen kann man ja nicht reden. Nach dem Krieg kann man wirklich mit denen nicht mehr reden, weil es uns nicht mehr gibt. Das will ich nur dazu sagen, dann ist Feierabend. Und ich kann nur sagen, man möge sich nochmal den Film angucken, The Day After. Wenn jemand von solchen Optionen spricht, dann hat er überhaupt keine Ahnung, worüber er spricht. Weil eins ist ganz klar, man möge sich in die russische Seele hineinversetzen. Nach Napoleon und nach Adolf Hitler, wenn Russland noch einmal durch eine europäische Macht an den Rand gedrängt wird, ziehen die alle Register, die sie haben, weil wir, die trauen uns nicht mehr. Und das, was wir gerade vom französischen Präsidenten serviert bekommen, das, was Deutschland bisher getan hat, ist bei den Russen bestimmt nicht gut angekommen. Und die haben auch Partner, darf man nicht vergessen. Hinter den Russen stehen die Chinesen. Das heißt, wir, diese komische Provinz genannt Europa, werden in einen Krieg auf der Eurasischen Platte verstrickt von einem Land, was sich außerhalb befindet. Sind wir eigentlich schon wieder so blöd? Weil wenn das wirklich der Fall ist, haben wir es nicht verdient. Ich bin jedenfalls nicht dabei und ich habe diesen Traum. Ich sitze dann auf einer Fähre irgendwo in Lange und neben mir sitzen zwei Leute, die eine hat eine Zeit und FAZ und die gucken beide auf den Boden, weil sie mich erkannt haben. Und da wird gar nicht geredet. Ich weiß es. Weil das ist klar, die reden dann ist das schlecht gelaufen, weil das hätte man nicht wissen können. Und das ist das, was sich so ankotzt. Die bringen sich dann in Sicherheit, die Kinder von Frau Baerbock, gucken da auf den Boden und Frau Baerbock, und dann ist man es nicht gewesen, die haben dann irgendeinen Job. Und das ist immer dasselbe. Diejenigen, die für den Krieg trommeln, sind nie mit dabei. Sondern wir sind dabei. Nicht nur Zeit oder FAZ, und wir sollen hier verbraucht werden, okay? In einem Strahlgürtel. Die können auch die Wirtschaftswoche in der Hand haben, denn was du gerade sagtest, ist nicht nur auf die Grünen beschränkt. Vor der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche stand ich gerade gestern zufällig am Supermarkt, da steht dann als ein Beitrag auf dem Titel: So funktioniert die Kriegswirtschaft. Die Wirtschaftswoche ist auch ein Holzbrinkorgan, also es gehört zur Zeit oder Tagesstürmer in diesem Berliner Regionalblatt. Wir sind schon längst drin und ich mache nochmal Werbung für meine Schlagzeile dazu. Es ist schon mitten dabei oder mit Captain Jack Sparrow. Ja, komplette Kriegswirtschaft umgesattelt haben wir noch nicht. Wir haben ein großes Aufrüstungsprogramm gestartet, aber wir sind ja noch nicht auf Massenproduktion beispielsweise von Artilleriegranaten.
Das würde enorm viele Ressourcen verbrauchen, würde bestimmte Rohstoffpreise in die Höhe treiben, würde zu neuen Knappheiten führen, würde uns insgesamt wahrscheinlich ärmer machen, wenn wir damit Russland Schritt halten wollten. Aber wer weiß, ob das nicht bald kommt. Die Lage der Ukraine verschlechtert sich immer weiter. Und wenn das so weitergeht, dann sehen wir hier vielleicht auch bald eine Kriegswirtschaft. Also die Kriegstreiber, die fordern ja schon, die Militärausgaben nicht auf 2%, sondern auf 3,5% des BIPs zu erhöhen. Also das wird ja schon alles diskutiert. Zu sprechen. Wenn ihr nicht an Geisterfilme glaubt, guten Morgen, ihr seid mittendrin in einer Geistergeschichte. Es ist Zeit, sich das einzugestehen. Ihr Lieben, geht auch diese Woche auf Nachschlag.express und sagt, welche Schlagzeile von diesen dreien hat es am härtesten getroffen. Richtig erbaulich sind sie wohl alle nicht. Wir hoffen, dass wir nächste Woche bessere Nachrichten haben und können euch nur damit trösten, was Dieter sagte, mit einem Wort von Marx. Endlich euch entlassen. Jedes extreme Ereignis geht irgendwann vorbei. Hoffen wir, dass es einigermaßen glimpflich vorbeigeht. Habt von dem Max. Kann man wirklich nur hoffen. Diese aktuelle Kriegstreiberei, die ist brandgefährlich, wenn das so weitergeht. Im Dritten Weltkrieg kann eigentlich keiner ein Interesse haben, da der mit Atomwaffen geführt würde. Aber dass wir weitere Stellvertreterkriege gegen Russland und auch gegen China aufmachen, das kann durchaus passieren. Also die Ukraine muss da nicht der Letzte gewesen sein. Und auch der Ukraine-Krieg kostet ja jeden Tag hunderte bzw. tausende Menschenleben. Das ist ja auch katastrophal, was da gerade im Osten unseres Kontinents so passiert. Und da, was von den Kriegstreibern in diesem Land definitiv am Laufen gehalten wird.